Oh, wir haben ja immer noch diesen dämlichen Geigerzähler. Wo ich halt nicht weiß, ob der uns vielleicht zu irgendwas hinführt. Dann würde ich den fast mal versuchen, weil durch die Tür komme ich nicht durch. Noch nicht. Also ich kann hier auch rumgehen. Ich habe jetzt also, und das ist halt hier. Okay, ist grün. Aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. So, ich hole das Ding mal. Ich weiß nicht, ob das dann ausschlägt. Und dass wir damit erstmal überall rumlaufen. Oh. Was mache ich mit dem dämlichen Geigerzähler? Eigentlich habe ich ja gedacht, okay, ich kann ja vielleicht die Waffenteile hier sammeln erstmal, bis ich weiß, wohin damit. Ich meine, hier komme ich ja nicht durch, hier sagt er mir auch nichts. Ich bleibe auf Tauchstation, ist glaube ich gesünder. Ist da was? Nein! Scheiße, steh auf. Komm. Vielleicht sind die halt wirklich bloß dazu, dass man das irgendwie sammelt. Dann haben wir das alles mehr oder weniger an ihrem Ort. Rein da! Okay, ich glaube, er kommt sogar nicht mal bis zur Garage. Das Problem ist, er wird da gleich wieder was hinlegen, ne? Nee, doch nicht. Ich kann ihm ja mal folgen. Ich muss mal sehen, wo er überhaupt hinlatscht. Was man sich halt umdreht, ist halt kacke. Er geht wieder nach oben, ne? Jo. Also ich kann mir halt wirklich nicht vorstellen, was ich jetzt mit dem Geigerzähler hier machen soll. Weil durch die dämliche Türe komme ich ja anscheinend nicht durch. Also nicht so wirklich, obwohl da alles weg ist. Bitte nicht nerven. Ich hab doch gerade gesagt, bitte nicht nerven. Ich wollte gerade sagen. Obwohl. Bescheuert. Nein! Shit. Ich hab nicht gesehen, dass der da was hingelegt hatte. Weil das wäre eigentlich meine Möglichkeit gewesen. Und so, komm, haben wir hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Oh, kann ich den scheiß Fernseher mal ausmachen? Okay, wo lang kommst du? Ich meine, der schlägt doch nicht aus, ne? Hier geht wieder runter. Was mache ich mit dem dämlichen Geigerzähler? Blöd ist, langsam wäre ich halt echt ein bisschen ungehalten. Hier war nichts gewesen, oder? Nee. Beim Bett war nichts. Ich weiß nicht, was ich mit dem Ding machen soll. Vielleicht brauche ich es erst später? Kann ja sein. Er kommt gerade hoch, ne? Das ist ja nur die Küche, ne? Na, ich guck mal. Jo. Also alles schick. War im Freezer irgendwas? Nee.
Solange er gerade nicht da ist. Ich hab. Garagenschlüssel, Hammer, Cashkey. Glück gehabt. Oh, warte. Hier vielleicht noch irgendwas übersehen. Ja, toll. Ich kann die anderen Türen aber nicht mehr zumachen. Oder die anderen Schubladen. Ich kann die einfach nur so aufmachen. Okay, da ist aber auch nichts. Boah, ich verzweifle langsam, ne? Kann auch bloß das Innen aufmachen. Müll ist nicht weiter. Warum kann ich alles aufmachen? Das hasse ich, ey. Man kann alles aufmachen, aber man kann irgendwie gefühlt nichts verwenden. Okay, hier sehe ich auch nicht, auch kein Item irgendwie. Ach nee, das war ein Müllsack. Ich dachte, der steht da. Habe ich hier auf der Couch irgendwas? Kann ich vielleicht... Nee, mit der Fernsteuerung kann ich das nicht machen. Problem ist, wenn da jetzt was so irgendwas drin ist, was ich brauche, sehe ich es halt nicht. Was soll ich jetzt mit so einem scheiß EMF-Meter? Was soll das mir denn bringen? Alter. Ich meine, ja, kann ich auch hier ablegen, aber was soll mir das bringen? Wow. Ich meine, ich bin noch nicht auf Geisterjagd, ich brauche bloß ein paar Schlüssel. Also ja, wir haben ja hier noch genug Bottles und so. Deswegen, ich kann... Warte mal, habe ich die Pliers noch hier? Geht das? Schade. Was ist das denn? Warte mal. Hä, wo? Okay, da ist ein Schloss irgendwie da unten. Okay, komisch. Ja, warte. Sie ist da nicht reingegangen. Ich meine, das ist ja jetzt alles noch an Ort und Stelle. Das ist ja schön. Und ich glaube, wir wurden bloß zweimal erwischt. Nur... Boah. Hier habe ich aber auch nichts übersehen, oder? Ich meine, uns fehlt eigentlich bloß noch ein Schlüssel. Oder zwei, nee, Masterdings habe ich, aber sie sagt bei der Tür halt nicht, was ihr noch fehlt. Das ist halt so, Hier im Regal habe ich auch nichts. Schade, ich dachte, die Vase kann man irgendwie umdrehen oder irgendwas. Ja, natürlich. Okay.
aber ist wohl ein bisschen zu muskulös, um da durchzukommen. Warte mal, vielleicht. Mann, Typ, komm doch mal hier drüben lang. Das wäre halt cool, wenn man den hier hinter irgendwie locken könnte. Dann packt er sich hier wieder fest. Weil der kommt ja hier nicht rein vorbei. Dann hätten wir Ruhe. Da könnten wir dann ganz in Ruhe gucken. Aber ich glaube, ich werde hier eher drauf gehen. Weil ich mich hier nirgendwo verstecken kann. Ist einfach. Shit. Aber wisst ihr, was ich hab? Wow. Okay, bevor er uns wieder hier unten hat, auch wenn wir da safe sind. Da ist halt bloß eine Flasche. Das war's. Ich muss ja irgendwas noch übersehen haben. Die Dings, den Master Key Schlüssel habe ich ja auch erst. Ich meine, hier kann ich auch nicht rumgehen. Habe ich ja auch erst übersehen. Kann ich eigentlich hier die Dings aufmachen? Nee, das geht nicht. Dementsprechend, bevor ich hier noch halbe Ewigkeit rumlatsche, beziehungsweise ihr das euch mit antun müsst, ich würde mal an der Stelle einen Cut machen und dann ganz gemütlich versuchen durchs Haus zu schleichen, in der Hoffnung, dass ich entweder den... Es ist, glaube ich, einfach bloß noch irgendwie der Garagenschlüssel, der mir fehlt. Oder vielleicht irgendwas, um den Zaun da beim Auto wegzukriegen. Deswegen, ja, das wird so, glaube ich... Ich meine, das Spiel ist schon so gemacht, dass man so ein bisschen suchen muss und alles und ein bisschen vorsichtiger, aber das wird vielleicht als LP vielleicht ein bisschen zu boring sein, über die Zeit, beziehungsweise jetzt am Ende, wenn es vielleicht bloß noch eine Sache ist, die mir fehlt. Dementsprechend mache ich jetzt mal einen Cut und dann sehen wir uns an der Stelle wieder, wenn ich da irgendwas Neues gefunden habe. Also, bis gleich. Hi, da bin ich wieder. Und ich habe was gefunden. Er ist ja jetzt nicht hier, ne? Also gleich runter. Ich hoffe, er erwischt mich jetzt nicht. Ich hoffe, er kommt doch jetzt noch hier nicht runter. Okay, wir haben Basement Key. Brauche ich hier noch Pliers oder irgendwas? Oder brauche ich... Ist, glaube ich, mehr oder weniger in der Nähe. Ist schön, dass wir jetzt hier drin sind, aber... Was brauche ich dafür? Brauche ich den Geigerzähler? Weiß nicht, da ist halt so ein Symbol, deswegen... Toll. Ich dachte, ich finde hier gleich wieder was Neues. Was ist das hier? Part of a Gun. Okay, warte mal. Ich meine, den brauchen wir eh nicht mehr.
gut, ist jetzt nicht so schlimm. Cutting Pliers, da ist das. Nehmen wir die Buddel. Machen wir das mal hier. Also, ist halt blöd, dass wir in den Keller runter müssen, weil da ist mit Verstecken halt nicht so. Glaube ich. Ich hoffe mal, er ist nicht unten. Also ob ich das brauche, keine Ahnung. Ansonsten, ja, nee. Oh, warte mal, vielleicht. Shit. Okay, ja, dann ist es abgelegt. Toll. Ist der jetzt hier? Bitte nicht. Okay, heißt also, vielleicht brauche ich ja wirklich die Cutting Pliers, um das noch, weil... Jo. Damit der Strom da weg ist, damit wir durch diese Türe kommen. Ah, das mit dem Pardorf begann... Ernsthaft. Jetzt hat er da auch noch ein Dings hingebastelt. Willst du mich verarschen? Okay. Tachchen. Kannst dich gleich wieder verziehen, ich wollte gerade sagen. Weil da ist halt immer noch einmal rot. Wo hat dann jetzt wieder was hingebastelt? Hoffentlich geht das. Warum geht hier nichts? Sag mir doch wenigstens, was ich dafür brauche, Mann. Oh nee. Also wenn ich bin ja schon, denke ich mal, ziemlich weit. Also wenn ich nochmal neu anfangen muss, dann muss ich halt, oh, hier muss ich halt alles wieder. Ja, aber was können wir jetzt da benutzen? Ich habe noch einen Hammer. Fehlt uns noch irgendwas? Oh, wie viel will der denn hier noch? Eigentlich bloß noch die Stromversorgung da unten. Oben haben wir nichts weiter mehr. Ich sag, Part of a Gun ist halt immer noch so ein bisschen komisch. Ich hätte halt bloß gedacht, weil da noch rot ist, aber... Hä, Door? Warte, Door? Door. Hier war irgendwas mit Door. Oder war das die Door? Ach, das war die Door. Oh, okay. Ernsthaft, Typ. Oh, warte mal. Lol. Kann ich eigentlich auch so hier durch? Ja, ich kann auch so hier durch. Okay, ich muss gar nicht immer aufstehen. Part of a Gun. Geigerzähler. EMF-Meter, wofür auch? Vielleicht das EMF? Ich weiß es nicht. Typ, du nervst. Aber ich komme jetzt ja auch nicht. Nein,
Hier ging es runter. Kann ich auch nicht mitmachen? Oh Gott, da sind wir, glaube ich, wieder an der Stelle, wo ich dann wieder gleich einen Cut machen kann. Oder brauche ich das vielleicht? Die Geschichten hier? Nee. Ist halt auch nicht. Wie gesagt, hier oben wollen wir eigentlich durch. Da! Ah! Toll. Gotcha. Letzte Nacht, ne? Nee, vorletzte. Ah, Gott. Okay, ja. Ah. Wenn das Spiel mir mal sagen würde, was ich hier brauche. Das wäre halt schön. Sonst bei allem sagt er, da brauchst du das, brauchst du das. Nur hier nicht. Okay, Dings ist wenigstens weg. Dementsprechend mache ich hier wieder einen Cut und ja, wie gesagt, erstmal gucken, wo es weitergeht. Also Sten. Ja, bis denn. Es war der Master Key gewesen. Hi, da bin ich wieder. Und ich muss natürlich wieder von vorne, komplett von vorne anfangen. Das ist gut, dass ich jetzt auch endlich mal mitgekriegt habe, dass man noch Zeug wegschmeißen kann. Was natürlich doof ist, ich hatte die Waffe schon zusammengebastelt und wir hatten auch Muni. Wofür wir die brauchen, keine Ahnung. Aber ich sitze jetzt hier schon eine Weile dran. Ich will noch nicht noch die Waffenteile suchen. Übrigens ist mir aufgefallen, ich musste einfach bloß in der Garage zu dem Tisch gehen und dann geht das schon. Dann passt das schon. So. Die Sache ist, ich... Na, hier ist noch ein Ding. Übrigens mit den Büchsen, ne? Mit den Dosen und sowas kann man das auch... Die Dinger hier, die Vollen und sowas auslösen. Alles easy peasy, warte. Ich habe dann hier, nachdem ich dann endlich mal rausgefunden habe, wie man... nimm die mal... wie man halt Sachen auch wegwirft. Zumindest einfach pausen, wieder entsteht das auch da. Und ich hatte eigentlich auch eine gute Strategie, wie ich ihn immer ablenken kann. Bitte nicht runterkommen, du Arschloch. Ich habe, glaube ich, bloß auf der falschen Seite das Ding gemacht gehabt. Also kann er halt sein, wenn ich die Waffe, dass ich... noch irgendwie erschießen kann oder so? War klar. Aber so wie es aussieht, sind die Waffenteile nicht alle an dem Ort. Also das... Die wichtigste Orte bin ich abgeklappert. Wo wir halt die Cutting Clears und sowas hatten. Zum Beispiel da, wo ein Teil war vom... Scheiß, der sieht jetzt noch mal aus. Wo ein Teil war von der Waffe unten im Keller, da war auf einmal die Zange. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, wo die anderen Sachen sind. Aber ich will auch hier aus der Bude raus. Also kann auch gut sein. Hallo? Ja, eh. Ja, end of tape. Ja, das war's auch mit Psychopath Massacre. So viel Massaker war gar nicht da drin gewesen, wie ich gedacht hätte. Und normalerweise bin ich, ja, bei vielen Spielchen dieser Art, weil das auch, glaube ich, alles ein bisschen länger gestreckt ist oder die Wege viel, viel weiter sind, ist es immer so, oh,
Das macht dann auch irgendwelche Spaß. Da, hier ging es allerdings. Natürlich, mich nervt es ein bisschen, dass ich den Master Key, also, ne, dass ich den, was ich hier habe, irgendwo liegen lassen. Und ich hatte ja, wie gesagt, die Waffe schon zusammengebastelt gehabt. Ob es da noch ein anderes Ende gegeben wäre, wo wir den vielleicht weggeballert hätten. Aber dadurch, dass das Ding relativ günstig ist, günstig selber, und findet selber aus, würde ich sagen. Deswegen, ich sitze hier schon relativ lange dran, weil ich halt nochmal und dann wieder alles, ne, ja, ich bin da auch nicht so der Schnellste. Aber gut. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dem Projektchen. Ich habe das jetzt auf normal gespielt. Natürlich kann man auch noch Hardcore und Extrem und bla, aber will ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, und morgen gibt es dann eine kleine Remake-Demo allerdings nur. Und übermorgen dann freue ich mich schon drauf. Und naja, Freude und ein bisschen Skepsis, sag ich mal, wenn dann Silent Hill 2 Remake rauskommt, will ich ja pünktlich bringen. Dementsprechend würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann morgen zu einer, ja, gewissen, netten, hoffentlich, Remake-Demo wieder. Also bis denn. Ciao, ciao.